Hallo ihr Lieben, ich mache heute bei dem Gruppenprojekt Summer Buoys mit und möchte euch meine Lieblingsprodukte für den Sommer zeigen, wie ich finde, einfach zum Sommer absolut dazugehören. Und es machen noch jede Menge andere liebe YouTuber und YouTuberinnen mit und ich werde sie euch in die Infobox verlinken und schaut auf jeden Fall auch mal bei denen vorbei. Und ja, ich hoffe, mit dem Licht passt es noch so. Es ist nicht mehr ganz so gutes Licht gerade im Moment, aber ich hoffe einfach, ihr könnt die Sachen noch erkennen und ja, es ist Make-up und Pflege dabei und ein bisschen mehr Nagellack. Und ja, dann fange ich mal an. Für mich gehören dieses Jahr zum Sommer auf alle Fälle Body Sprays. Ist einfach viel angenehmer als irgendwelche Parfüms, die manchmal so schwer sind. Und da habe ich mir dieses Jahr auch einige zugelegt. Und dann zeige ich euch gerade mal kurz, welche ich so habe. Da habe ich einmal von The Body Shop Strawberry Body Mist, das finde ich super, super lecker und es ist gar nicht so extrem süß. Dann habe ich mir noch von Body and Soul das Body Spray Granatapfel und Cranberry gekauft. Das war eine Limited Edition. Es ist ein wunderbarer, frischer Duft, finde ich. Und auf jeden Fall auch absolut für den Sommer wie gemacht. Und an das Verwöhn Body Spray, auch von Body and Soul. In der Sorte Grapefruit und Bergamot. Das ist, ich weiß nicht, dieser Duft ist so eher mild, nicht süß und so wie frische Wäsche vielleicht, aber ich finde ihn absolut toll, richtig angenehm, nicht aufdringlich, finde ich richtig toll. Und mein letztes Body Spray, was ich finde auch total reicht für den Sommer, ich will ab und zu ja doch immer was anderes benutzen, das ist von Valeo Mango Mambo. Finde ich auch richtig schön angenehm für den Sommer. Fruchtige Düfte liebe ich im Sommer. Und ja, das sind meine Body Sprays, die ich wirklich im Sommer im Moment wirklich nicht missen möchte. Dann habe ich mir aber auch trotzdem noch zwei Parfüms ausgesucht, die ich für den Sommer gut geeignet finde. Und das wäre zum einen von Essence, Like a Day in Paradise. Der riecht schön nach Kokosnuss, also richtig schön nach Urlaub, finde ich. Und Sommer, ein absolut toller Duft. Und mein Lieblingsduft, den habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, aber er ist auch, für mich riecht er total nach Urlaub. Das ist von Douglas Beauty System Cita Lasso, das Eau de Toilette. So, das ist die große Flasche. Ich habe davon noch zwei kleine Flaschen mit jeweils 20 Milliliter, glaube ich. Und die habe ich jetzt erstmal hingebraucht, bevor ich mit der großen anfange. Nur die große ist halt schön, deswegen habe ich die genommen, um sie euch zu zeigen. Die habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen und ich liebe diesen Duft, der ist einfach himmlisch. Dann machen wir weiter mit Duschgel. Da habe ich jetzt nur eins ausgesucht. Es gibt ja eigentlich so viele, die man im Sommer gerne mag. Aber ich habe hier stellvertretend einfach mal von Litamin Wellness Care das Kokos-Sahne-Duschgel gezeigt, zeigen wollen. Das riecht einfach so gut. Ich muss nochmal schnuppern. So lecker nach Kokos und cremig. Und oh, es ist einfach absolut der Sommerduft. Und wie gesagt, Kokos und fruchtig ist im Sommer total meins. Und deswegen musste das natürlich auch mit zu meinen Sommerfavoriten. Ich schiebe das mal hier rüber. So. Was ich im Sommer auch richtig toll finde, ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder nicht. Ich zeige euch die jetzt einfach nur von Balea. Summer Glam Body Lotion. Finde ich einfach im Sommer schön, wenn man sich mal die Beine mit einer bisschen, sage ich jetzt mal, glänzenden Creme eincremt. Einfach so ein bisschen Lichtreflexe, die je nachdem, wie die Sonne auf die Haut fällt, finde ich es richtig toll, sowas zu benutzen. Und benutze ich auch im Sommer recht gern. Und sie duftet schön fruchtig und das ist natürlich auch wieder meins. Und für die Füße habe ich mir noch ausgesucht von Fußwohl den Fußbalsam mit Kiwi und Melone. Riecht wirklich absolut lecker, fruchtig, richtig sommerlich und ist wirklich ein tolles Produkt. Und für den Sommer wie gemacht. Dann auch im Sommer mag ich einfach alles, was fruchtig ist, total gerne. Und die Bodycream Blaubeere von Balea gehört zum Beispiel auch dazu. Und eben wie gesagt auch alles, was mit Kokos ist. Die mag ich absolut gerne. Fruchtige Sachen sind im Sommer für mich total
perfekt. Und wenn sie noch schnell einziehen, ist es natürlich noch viel besser. Man möchte ja nicht so lange kleben, wenn man eh schon draußen sofort klebt. Und ja, deswegen habe ich euch jetzt die gezeigt, einfach weil sie fruchtig ist und weil ich es richtig toll finde und angenehm, und sie zieht auch recht gut ein. Und dann habe ich auch noch was für die Gesichtspflege, und zwar von Rival de Loop. Die frische Kickmaske, die ist, glaube ich, jetzt noch relativ neu, aber sie ist wirklich toll, sie kühlt angenehm und ist, wenn es draußen so warm ist, finde ich richtig, richtig schön. Und die kann ich euch auch nur empfehlen, sie ist absolut toll. Und die Masken von Rival de Loop sind ja auch nicht sehr teuer. So, was habe ich da noch? Ah ja, hier. Was auch im Sommer nicht fehlen darf, sind Wassersprays. Ist jetzt egal, ob das von Avenis oder Balea. Ich habe verschiedene. Und ja, finde ich im Sommer absolut schön, wenn man schon das Gefühl hat, das Gesicht ist total rot und heiß und so. Und dann ein bisschen gekühltes Wasser aufs Gesicht sprühen, dieser feine Nebel, finde ich so, so schön im Sommer. Möchte ich auch nicht mehr missen. So, und das war es, glaube ich, schon mit der Pflege. Und jetzt zeige ich euch noch einige Make-up-Schätze, die ich für den Sommer richtig, richtig toll finde. Und jetzt fahre ich ein bisschen runter. So, damit man die Sachen noch nachher noch sieht. So. Bitte nicht umfallen, Kamera, das wäre ganz nett. Danke. Dann fange ich auch sofort an mit meinem momentanen Lieblingsschimmerpowder für Body and Face. Das ist von Terra Naturi Naturkosmetik. Das mache ich euch mal auf. Das ist aus dem Müller. Das sieht man jetzt gar nicht, wie schön das eigentlich schimmert. Aber vielleicht ganz leicht. Sieht man das? Nein. Ich versuche es mal mit einem Swatch, aber ich weiß nicht, ob man da irgendwas erkennen kann. Jedenfalls. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich finde, ist jetzt ein bisschen viel. Aber ich finde es so schön. Es schimmert so leicht golden. Das ist richtig, richtig schön für den Sommer, finde ich das. Das ist auch aus einer LE, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin über Terra Naturi jetzt nicht ganz so informiert, aber das stand bei diesem Terra Naturi-Ständer sozusagen alles in der Mitte. Duften tut es nicht besonders speziell. Aber ich liebe es einfach. Ich liebe diese gebackenen Sachen sowieso. Und ja, es ist wirklich ein tolles Produkt und hat, glaube ich, 3 Euro noch was gekostet. Weiß ich nicht. Also schaut mal, wenn er im Müller mal vorbeikommt, schaut mal nach Terra Naturi und ob es dieses Produkt noch gibt. Und swatcht es einfach mal. Es gibt auch einen Tester und das ist absolut ein super tolles Produkt. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich einen von meinen Bronzern ausgesucht und zwar den Honolulu Bronzer von W7, Puh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Der war in der Fairy Box und ich liebe ihn. Das ist noch der kleine Pinsel. Ich liebe ihn einfach so. Sieht es ein bisschen dunkel aus, aber ich finde ihn einfach toll. Er hat keinen Schimmer drin, nichts drin, finde ich richtig klasse. Ich bin sowieso eher der blasse Typ und brauche deswegen immer ein bisschen zusätzliche Farbe fürs Gesicht. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen. Wo bin ich da? So, der ist wirklich ganz, ganz hübsch, finde ich. Und absolut allein schon seine Aufmachung finde ich richtig spitze. Zeige ich euch jetzt nochmal. Wie so ein Körbchen ist das gemacht. Hier mit Blumen. Finde ich richtig toll. Erinnert mich total an Benefit. Von dem sieht sich ja nichts. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der in der Fairy Box drin war. Dann habe ich noch mal was Limitiertes für euch. Und zwar auch wieder. Nein, ist nur. Was heißt wieder? Ich habe noch gar nichts gezeigt von Rival de Loop. Rival de Loop Young. Auch die aktuelle LE ist das. Golden Glow Eyeshadows. Sind jetzt 4 so Farben. Absolut schöne Farben. Sieht man. Ja, sieht man noch recht gut. Richtig schön schimmernd. Und die Farben, die sind für mich so richtig schon die Sommerhitze von. Abgesehen von diesem lila Ton, aber die anderen drei, die sind wirklich super, super schön. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Mit einem tollen Schimmer eben. Ich mache euch gerade mal noch ein paar Swatches. Und eins. Und 4. So, das sind jetzt hier nochmal die Farben. Und hier sind die
Swatches. Hier, wie ihr seht. Wo bin ich da? Das ist dieses dunklere Rot. Es wird jetzt ein bisschen verfälscht durch das Licht. So ist vielleicht ganz gut. Das ist das mehr ins Rosa, Orange gehende. Der goldene und der lilanen Ton oder Fliederfarben. Ton. Finde ich richtig, richtig schön, die Farben. Total sommerlich. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir diese Palette gekauft habe. Auch da kann ich wieder nur sagen, wenn ihr mal in Rossmann geht, dann probiert sie mal aus. Ich glaube, da gibt es auch einen Tester. Und ich finde sie richtig, richtig schön. So richtig sommerlich. Und ich sage euch, in live sind die Farben einfach noch viel, viel schöner. Die gibt es, wie gesagt, noch, ich denke mal, den ganzen Monat. Und dann habe ich mir noch mal was von Rival de Loup ausgesucht. Und zwar ein Blush. Das ist aus dem Standardsortiment. Ich finde, der zaubert auch einen absolut schönen, sonnigen Teint. So, und jetzt aufkriegt, zeige ich es euch gerne. Das sieht einmal so aus. Von eben Rival de Loup Young. Der Duo Rouge ist das. So. Das ist eben einmal die etwas dunklere Farbe. Und hier ein etwas mehr ins Orange gehende Farbton. Der heißt übrigens 02 Light Purple. Die sind auch überhaupt gar nicht teuer. Super schöne Farbe. Ist für mich ein absolutes Sommerprodukt. Ich mache euch auch mal gerade Swatches. So, ich hoffe, das sieht man auch. Wie gesagt, das Licht ist halt ein bisschen übel gerade. So, das hier ist der dunkle lila Ton. Pur. Das ist der orangene Ton und das sind die beiden gemischt. Ich habe den jetzt bis jetzt immer gemischt benutzt und ich finde ihn absolut super für den Sommer. Eine tolle Farbe, zaubert einen richtig schönen sommerlichen Teint und probiert euch den mal aus, wenn ihr mal in Rossmann seid. So. Dann habe ich noch eine Eyeshadow-Palette, die gibt es aber glaube ich so nicht mehr. Nee. Ah, schaut mal, das ist die Kamera, das ist das Fenster. Jedenfalls ist es die Kamera, die Kamera. Die Eyeshadow-Palette von Kiko, die habe ich letztes Jahr gekauft. Und ich finde sie einfach nur von den Farben her absolut perfekt. Pink, alles so super schöne knallige Farben und dann auch noch zwei glänzende Farben in Gold und Weiß. Finde ich absolut perfekt, diese Palette. Die habe ich damals, ich glaube, für 8 Euro gekauft, weil sie aus dem Sortiment gegangen ist, weil es eine limitierte Edition war. Das weiß ich nicht, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber ich kann euch nur sagen, absolut tolle Sommerfarben und ja. Falls ihr die Gelegenheit habt, sie vielleicht noch irgendwo herzubekommen, schaut bei Kleiderkreisel, eBay oder was weiß ich. Sie ist jedenfalls auch eine super, super schöne Palette. Gab es auch noch in etwas dezenteren Farben, aber wie gesagt, ich mag ja eher die knalligen. So, und dann habe ich mir noch, was ich auch im Sommer einfach brauche, von Catrice das All Matte Plus, Shine Control Powder. Finde ich super. Ich finde, im Sommer, da glänzt man sowieso gleich wie ich weiß nicht. Und dieses Puder finde ich richtig klasse. Das mattiert wirklich lange und damit bin ich total zufrieden. Und ja, probiert es auf jeden Fall auch mal aus, falls ihr mal am Catrice Counter vorbeikommt. Ich finde es super und es ist auf alle Fälle sein Geld wert und im Sommer richtig toll. Ups, und jetzt fällt es mir gleich runter und dann ist es geschrottet. So, jetzt habe ich noch ein paar kleinere andere Sachen. Noch ein bisschen Make-up und ich mache es aber ein bisschen schneller, sonst muss ich mein Video nachher wieder teilen und das will ich auch nicht. So, ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite. Jetzt habe ich mir noch, was ich im Sommer ganz angenehm finde, manchmal finde ich richtig dicken Lippenstift ein bisschen unangenehm im Sommer. Ich habe das Gefühl, er läuft immer davon und deswegen habe ich hier noch zwei Lip Balms ausgesucht, Tinted Lip Balms, die halt ein bisschen Farbe abgeben. Stellvertretend natürlich für alle, die man benutzt, die es so gibt. Ich habe jetzt hier zwei von Essence. Einmal der aus der Viva Brasil LE noch. Der gibt halt einen leichten roten, da einen leicht roten Schimmer ab. Eine rote Farbe. Finde ich im Sommer manchmal ganz angenehm. Ist einfach leichter auf den Lippen sozusagen. Und den Glow Tinted Lip Balm in der Farbe 01 Light Up. Der gibt schon ein bisschen mehr Farbe ab, aber ist trotzdem leicht auf den Lippen. Und was ich finde, was im Sommer auch immer ganz schön ist oder angenehm, den hier gibt es glaube ich jetzt auch nicht mehr, ich weiß es nicht, das ist auch so Lip Tint, sage ich jetzt mal, von Essence. Das ist dieser orangene, der war glaube ich auch in der LE mal. Upp, da sind wir.
Gibt auch nur ganz leicht Farbe ab oder intensiviert die Lippenfarbe eher ein bisschen. Finde ich aber im Sommer gar nicht schlecht. Und von Catrice, wenn man mal nicht weiß, welchen Lippenstift man nehmen soll, dann finde ich diesen immer ganz gut. Das ist der Moment Lip Glow. Intensiviert auch die, eben die eigene Lippenfarbe nur und finde ich total perfekt im Sommer. So, jetzt habe ich nur noch ein paar Nagellacke, die ich von der Farbe her absolut sommerlich finde. Und ich fange auch gleich an, wieder mit Rival de Loup. Rival de Loup Young, auch aus der Golden Glow LE. Das ist diese Farbe und ich finde, sie sieht für mich absolut aus wie Sonne. Die Hitze, Gluthitze, sage ich jetzt einfach mal. Das war eben auch aus dieser LE, die es ja im Moment noch gibt. Das ist ein Rotton mit wunderschönen goldenen Glitzer drin. Ich habe diesen Ton gesehen und habe gedacht, wow, das ist wirklich eine absolute Sommerfarbe. Und zwar, die Farbe ist die 04 Sunkissed Duet. Und ich finde, das trifft es wirklich total. Schaut da mal vorbei, die haben tolle Farben. Und ich finde gerade diese Farbe absolutes Sommerteil. Dann habe ich mir noch ein paar ausgesucht von Rival de Loup Young. Auch wieder limitierte, die es jetzt leider auch schon nicht mehr gibt. Das wären einmal diese drei Sandlacke. Wie hieß diese LE? Addicted to Colors. Das sind Sandlacke. Einmal in diesem wunderschönen Rot-Pink. In der Flasche sieht er mehr rot aus, ist aber mehr eigentlich so ein Rot-Pink. In diesem tollen, knalligen Gelb. So sieht man es besser. Und in diesem schönen Meergrün-Blau, sag ich jetzt. Hört sich doof an, aber ist auf jeden Fall auch eine tolle sommerliche Farbe, irgendwie ein bisschen erfrischend. Dann aus der, ich glaube, das war die letzte, ja, die letzte LE von Rival de Loup Young, die Color Buoys. Da gab es eben diese drei, glaube ich, drei kleine Neonlacke. Die sind auch für mich total sommerlich und weil sie schön knallig sind und einfach frisch irgendwie. Da habe ich auch den grünen und den pinkfarbenen. So. Und nochmal was von Rival de Loup. Da habe ich einen Cracking-Lack ausgesucht. Und zwar den hier. Den finde ich auch so schön. Es ist das Gold, sage ich. Einfach so sonniges Gold, das man über den Nagellack drüber geben kann. Und dann splittert das so auf. Und es ist die Farbe 02 Eldorado. Stelle ich mir jetzt auch ganz toll vor, zum Beispiel auch mit dem roten Nagellack. Finde ich für den Sommer super, super schön. So, und jetzt haben wir noch drei Stück, die ich einfach von der Farbe her super sommerlich finde. Und dann fange ich doch gleich, oh, es wird langsam eng, mit meinem kleinen Nails Ink London Nagellack aus der Glossy Box, glaube ich, war der mal an. Den habe ich gerade im Moment auch drauf. Ich liebe ihn, es ist eine absolute schöne Sommerfarbe. Hier. Und ja, finde ich richtig toll für den Sommer. So, ein Stück zurück geht noch. Jetzt habe ich noch zwei. Und zwar einmal von Douglas. Dieses super schöne Knallpink. Haben die auch eine Farbbezeichnung? Nein. Jedenfalls eine richtig schöne Farbe. Ich mag Pink im Sommer sowieso schön knallig und das ist genau das Richtige für mich. Und dann habe ich mir noch von P2 Volume Gloss. Ich denke, den gibt es noch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich komme bei P2 leider nicht so oft vorbei. Der G-Look Polish. Und zwar in der Farbe 080 Grand Dame. Finde ich richtig, richtig schön. Eine absolute Sommerfarbe. Entschuldigung, ich kriege den Husten einfach nicht los. So, jetzt fahre ich euch nochmal kurz über alles sozusagen drüber, dass ihr nochmal alles seht. Denn das war es jetzt schon von meinem kleinen Video über meine Favoriten für den Sommer. Ich finde es sind schöne Sachen, sonst hätte ich sie ja nicht ausgesucht. Und ja, denkt dran, schaut auch bei den anderen Mädels und Jungs vorbei, die mit Videos gemacht haben für dieses Gruppenprojekt. Und ich hoffe, euch hat mein Video auch ein bisschen gefallen. Und denkt dran, Daumen hoch, Abo und so weiter, könnt ihr alles gerne machen, freue ich mich drüber. Und schaut bei den anderen vorbei, in der Infobox stehen sie. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.